Hallöchen Popöchen, willkommen wieder zurück in Kingdom Hearts und es gibt mal wieder einiges zu tun für mich. Zuletzt habe ich mich mit Kairi unterhalten im Wasserkanal, was auch immer sie da unten wollte. Auf jeden Fall haben wir da einen weiteren Gummistein gefunden. Wir können nämlich nicht so einfach wieder nach Hollow Bastion zurück. Wir müssen die Herzlosen umgehen, weil die werden in der Welt jetzt immer zahlreicher. Und dass wir da hinkommen, mussten wir halt einen neuen Gummistein finden. Den hat uns Sid schon montiert und von Kairi haben wir sogar ein neues Schlüsselschwert bekommen. Die sogenannte Sternentreue. Das ist mal ein wunderschönes Schlüsselschwert. Das ist eines der schönsten im Spiel, wie ich finde. Und ist auch relativ stark. Und wofür im letzten Part dann leider keine Zeit mehr war, das Tagebuch noch ein bisschen vorlesen. Und zwar Charaktere neu. Was haben wir jetzt hier? Charaktere 1. Sora? Genau. Tapferung im Kampf gegen die Herzlosen. Mit der Lichtmacht seines Herzens gewinnt er sein Schlüsselschwert zurück, das in Rigos Hände fiel. Er übergab sein Herz der Dunkelheit, um Kairi zu retten und wurde dabei selbst zu einem Herzlosen. Der starke Wunsch Kairis erfüllte sein Herz mit Licht und verwandelte ihn wieder in einen Menschen. Der letzte Kampf gegen das verkörperte Dunkel Ansem steht bevor. Genau. Bei Rico allerdings, ne, kooperiert mit der bösen Firma Malefiz, um das verlorene Herz und Kairi zu retten. Tatsächlich ist er der wahre Besitzer des mysteriösen Schlüsselschwertes, verlor jedoch sein Anrecht darauf, nachdem er sich mit der dunklen Macht öffnete. Damit verwirkte er die wahre Stärke seines Herzens, wodurch Ansem von dem Besitz ergreifen konnte. Ganz schön übel. Und Kairi lebte zusammen mit Sora und Rico auf der Insel des Schicksals. Ihr Herz schien beim Untergang der Insel verloren zu sein, aber es fand einen sicheren Zufluchtsort in Soras Herzen. Sie ist eine der Prinzessinnen, die das Geheimnis des Schlüssels und seinem Schlüsselloch verborgen halten. Ihr Herzenswunsch holte Sora aus den Tiefen der Dunkelheit zurück an das Licht und verwandelte ihn wieder in einen Menschen. Sonst wäre er wahrscheinlich auf ewig ein Herzloser geblieben. So, und jetzt haben wir hier noch Malefiz. Die ist ja mittlerweile auch schon platt. Eine mächtige Fee versucht, die Herzlosen für ihre bösen Pläne zu benutzen, aber in Wahrheit benutzten die Herzlosen sie. Am Ende wurde sie zu einem riesigen Drachen, den wir dann auch noch gekämpft haben, ne? Als Rigos Schlüsselschwert in die Dunkelheit Malefiz Herz freisetzte, wurde sie zum Drachen. Er verkörperte ihre Macht und die bösen Kräfte der Dunkelheit. Obwohl das ein bisschen komisch ist, weil, wie gesagt, in Burst by Sleep kämpft man auch gegen Malefiz. Und da kann sie sich auch einfach so in einen Drachen verwandeln. Da kann die das auch schon. Aber egal. Besiegt ist besiegt. Was wäre es denn noch hier? Ach so, Ansem, genau. Wissenschaftler, der die Herzlosen und das Geheimnis der Welten erforschte. Er konnte der finsteren Macht der Dunkelheit nicht widerstehen und zerstörte selbst seine eigene Welt. Um seine Macht zu steigern, entledigte er sich seines Körpers. Er ergriff Besitz von Ricos Körper, um seine Wiedergeburt als das verkörperte Dunkle zu vollenden und das schwarze Verderben auf die Welt herabregnen zu lassen. Alter, was für ein Fieser, du werdest. Seht euch an, wie der aussieht. Voll so braun gebrannt mit so einem Ledermantel, also, und Handschuhen. Naja, er sieht ja einer anderen gewissen Person ziemlich ähnlich. Auch wenn der nicht wirklich mehr so eine tolle Haarpracht hatte wie er. Aber naja, egal, das ist alles noch so ein großes Rätsel. Mushu, genau, den habe ich auch noch bekommen. Das ist die letzte Rufmagie, weil ich den Feueropal nach dem Sieg über Drachenmalefiz bekommen habe. Da war Mushu drin. Der Schutzgeist einer Familie aus grauer Vorzeit, der wegen seiner Narrheit von den anderen Wächtern ausgestoßen wurde. Obwohl er nur sehr klein, hat er die Kräfte eines großen Drachen und hilft Sora wann immer nötig. Mit der Dreiecktaste führt er Inferno aus. MP verbraucht 3 aus dem Film Mulan. Den sollte man doch auch gesehen haben. Ja, ist auch eine ziemlich praktische Beschwörung. Auch wieder sehr ein cooler Fun-Fact quasi. Er kommt ja in Kingdom Hearts 2 samt seiner eigenen Welt vor, das Land der Drachen, wo man dann auch Mulan trifft und noch einige andere Charaktere. Finde ich auch richtig geil, ist auch eine tolle Welt. So, gut, sonst ist hier jetzt nichts mehr, bla 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 bla, alles cool. So, und hier Ansem-Berichte. Wir haben den Ansem-Bericht 5 und 9 erhalten. Erstmal lese ich natürlich den 5er vor. Ich isolierte einen Herzlosen und beobachtete ihn. Mit seinen fühlerähnlichen Rezeptoren schien er schon bald etwas zu wittern und er drang zielstrebig ins Schlossinnere vor. Im innersten Teil des Schlosses angekommen, bewegte er plötzlich wie wild seine beiden Rezeptoren. Und aus dem Nichts trat eine Tür in Erscheinung. Wie hätte ich auch je nur ahnen können, dass sich solch eine Tür in meinen Gemächern verborgen hält? Ein großes Schlüsselloch war zu sehen. Die Tür ließ sich ohne weiteres öffnen. Noch immer kann ich nicht begreifen, was meine Augen dort sahen. Eine gigantische, energiegeladene Masse. Ich wage nicht daran zu denken, was es sein könnte. In dieser Nacht konnte ich eine Vielzahl von Sternschnuppen beobachten, die den Himmel schmückten. Ein Geschenk zu meiner triumphalen Entdeckung? Oder stehen sie gar in Zusammenhang mit dem Öffnen der Tür? So, Ansem-Bericht 9, etwas unglaublich. Achso, eine Blödsinn hatten wir, glaube ich, schon. Oder hatten wir nicht noch Ansem-Bericht 7 oder haben wir den auch schon gehabt? Nee, Anziehungskraft, untersuchen, völlig fremd? Nee, ich glaube, wir hatten doch bisher nur den Ansem-Bericht 5. Nee, da, aber ihr seht, es fehlen immer noch. Es fehlt noch Ansem-Bericht 2 und 4 und 6 und 8.
Die fehlen uns noch alle, aber die bekommen wir noch. Keine Sorge, die bekommen wir noch. Wenigstens habe ich schon alle Trio-Tags. Aber Leute, ihr seht, es fehlen hier noch ein paar Dalmatiner. Und die werde ich jetzt in diesem Part holen. Und dann habe ich endlich alle. Es fehlen nämlich nur noch mehr. 3 in Halloween Town, 6 in Monstro, 3 in Nimmerland und noch 3 letzte in Hollow Bastion. Also, deswegen geht es jetzt erstmal, ich glaube, als erstes zu Monstro. Weil da fehlen noch 2 Truhen mit Welpen. Also, ab in den Gummijet, los! Nahe der Stadt Traverse ist ein neues Wurmloch entstanden. Wohin es wohl führen mag? Merkwürdig, ich spüre magische Energien in der anderen Welt. Also in den anderen Welten. Bestimmt ist es sinnvoll, noch einmal alle zu besuchen. Ja, also dieses Wurmloch hier ist jetzt neu. Aber wie gesagt, das lassen wir noch. Ihr seht ja hier, ne? Ist komplett dunkel. Wir können hier nicht hin. Wir können Hollow Bastion so nicht direkt anwählen. Das hat schon so seinen Sinn, aber egal, jetzt geht's erstmal... Oh, ach, interessant. Waren die Sterne vorhin auch schon immer gelb, oder? Ach, ist egal. Warp! Alles klar, ein letztes Mal sind wir noch in diesem dicken Fisch. Oder ein Wal ist ja kein Fisch, der ist ein Säugetier, ich weiß. Also, ich habe mich natürlich schlau gemacht im Internet, wo es jetzt noch Welpen gibt, dass ich mich da nicht wieder dumm und dämlich suche. Also, die 2, die im Monstro immer noch fehlen, die ich scheinbar nicht gefunden habe, weil man dafür nämlich auch das Gleit-Ability braucht, muss ich einmal im Bauch 3 und einmal im Bauch 5. Da sind die jeweils. Also dann, jetzt haben wir hier erstmal Bauch 1. Kommen natürlich jetzt wieder viele Herzlose. Zum Beispiel gibt es jetzt auch hier Schattenkorsare. Die sind überall jetzt stärker geworden. Bauch 3. So. Bauch 3. Irgendwo auf einer Plattform sollen die sein. Gut, ich muss die jetzt sowieso erstmal besiegen, die Herzlosen, weil sonst kann ich keine Truhen öffnen. So. Oh, was macht denn hier so ein Pirat? Ja, das Geräusch von der Sterntreue, wenn man da drauf haut auf die Herzlosen, klingt auch ganz cool. Klingt wie so ein Glitzern. Oh, die geben jetzt auch schon 108 Punkte. Solche Piraten. Ja, das ist geil. Ihr solltet eigentlich jetzt im Moment doch noch keine Items verschwenden, Typis. Aber jetzt habt ihr eh nichts mehr fast, ne? Nee, nicht benutzen. Truhe. So, Donald High Potions. Kommt alles wieder in die Truhe, bevor ihr das wieder verschwenden. So. Also irgendwo auf einer Plattform hier soll eine Truhe mit Welpen sein, aber auf welcher? Hier oben vielleicht? Ah, ich sehe sie schon, das ist sie wahrscheinlich. So, es ist geil, dass alle Herzlosen jetzt hier stärker geworden sind, die geben jetzt auch mehr Erfahrungspunkte. Sogar so ein Pyro-Zipfler gibt es 72 Punkte. Oh, Maximum MP von Goofy sind gestiegen, Esprit gelernt, ein Leveler für Goofy ist doch geil. So, und jetzt stirb doch mal. Jetzt stirb doch mal, du blöder Schattenquasar. Goofy trägt ja immer noch den XP-Ring, deswegen geben die jetzt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Man, verpisst euch doch mal. Ich will doch nur die Welpen haben. Sag mal, wer geht mir hier auf den Sack? Haust du ab? So, Schnauze verdammt. Aufmachen. Und was, ein Flair-Gummi? Okay, Moment, das ist nicht die richtige. Da drüben ist noch eine. Dann kann es nur die sein, oder? Ah, man, das sieht man, oder? Ich will doch nur die Welpen haben. Die machen mir das jetzt absichtlich zu Fleiß, diese Drecksviecher. Jetzt geht ihr doch mal ficken, du Arsch. Verpiss dich. So, ball ich euch eben so zu. Wollen wir nicht wahr sein. Wir wollen jetzt nur verhindern, dass ich mir hier die Welpen hole, diese Missgeburten. Mach endlich die Truhe auf, Sora. Was zum... Wer ist denn jetzt noch da unten? Mann, jetzt sind die wieder ein Haufen... Ihr Mistviecher! Seht euch das an, wie viele Herzlose jetzt hier sind. Seit wir
in Hollow Bastion fertig waren. Weil halt so viel Dunkelheit aus dem ein Schlüsselloch strömt. Deswegen. Mann, jetzt geht euch doch mal... Ihr wisst schon was. Aber ich muss es positiv sehen, sie geben viele Erfahrungspunkte. Dementsprechend kann man gut leveln. Luffy hat ja auch gerade ein Level abgemacht. So. Sag mal, wie viele kommen denn jetzt hier noch? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Zieht nicht den Pato nötig in die Länge, ihr Motherfuckers. Ich will nur die Welpen haben, bitte. Komm schon. Jetzt sei mal nicht so nervig, du blöder Pyro-Zipfler, du blöder Zipfelklatscher. Die gehen mir jetzt gerade sowas von auf die Nerven, diese Viecher, das glaubt ihr nicht. Oh, jetzt reicht's. Komm, nimm Ether-Sora, das geht mir so auf den Sack gerade. Jetzt geh doch mal verrecken. Ist jetzt mal Schluss mit den Herzlosen, bitte, nach dem letzten Zipfler hier. Komm schon, jetzt stirb endlich. So, es reicht. Meine Fresse, es ist wirklich Schluss jetzt. So, das waren jetzt hoffentlich bitte alle. Mach endlich die Truhe auf, verdammt, sonst rast dich aus. Oh, der 55, 56 und 57 Welpen sind nach Hause gelaufen, endlich. So, und jetzt muss ich aber leider nochmal, jetzt muss ich in Bauch 5 nochmal rein. Die Frage, wo geht es zu Bauch 5? Hier vielleicht? Ne, das ist Bauch 6. Und hier? Bauch, auch Bauch 6? Hey? Wo muss ich hin? Ich will Bauch 5. Jetzt ist wieder die große Preisfrage. Wie komme ich nach Bauch 5? Wie komme ich zu Bauch 5? Aua. Vielleicht hier drin? Ist hier Bauch 5? Ne, auch wieder Bauch 6. Verarschen? Ich bin doch schon in Bauch 6. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Ah, hier ist Bauch 5. So, und hier braucht man auch Sportsfreund und Gleiter. Ja, natürlich. Ich hätte es ja schon früher holen können, aber ich hab's halt nicht. Das habe ich jetzt davon. Jetzt gehen wir hier die ganzen Herzlosen auf den Keks. Also wie gesagt, positiv sehen, dass sie so viele Erfahrungspunkte geben, da kann man schön leveln. Auch wenn ich das jetzt eigentlich ja nicht beabsichtige. So, wo? Genau, irgendwo da oben muss ich hin. Keine Chance gegen Sternentreue habt ihr. Hey, ich rufe mal Bambi, komm, ich brauche MP. So, Bambi droppt jetzt wenigstens immer ganz viele große MP-Kugeln. Zack. Sehr schön. Ah, da kommt noch mehr. Bam, zack, batz, aua, ficken dich. Geh doch mal sterben. Diese Missgeburten. Oh, alles einsammeln, Sora. Ich kann, wie gesagt, nicht anders. Ich muss alle besiegen, sonst kann ich keine Truhen aufmachen. Das ist ja das Dumme. So. Jetzt ist Bambi aber gleich weg. Aber meine MP sind dafür schon wieder so gut wie voll. So, tschüss Bambi, war schön mit dir. Danke für die ganzen MP-Kugeln. Diese Mistkerle nicht immer alles blocken würden. So. Tomahawk gibt's auf dem Eiersack. Gibt's ja nicht. Ja, wie viele kommen denn jetzt hier? Jetzt reicht's langsam. Stirb. So, du. Alter, sag mal. Das gibt es nicht! Leute, das gibt's nicht. Nein, nicht im Box 6 rein. Bist du bescheuert? Sonst müssen wir alles nochmal machen. Verarschen. Der Zipfelklatscher hier. So. Es ist mal genug. So, jetzt kommen wir. Aber wo ist überhaupt. Wo ist überhaupt die Truhe? Ich habe nur gelesen, ich brauche Sportsfreund und Gleiter.
Goofy, Alter, wie das aussieht. Hallo, ich brauche Sportsfreund und Gleiter, beide als Abilities, damit ich überhaupt an diese Ruhe rankomme, obwohl ich die noch gar nicht sehen kann. Wo ist denn die? Hast du die Truhe gesehen, du blöder Schattenquasar, hä, du oder Spacken? Naja, danke jedenfalls für deinen Luzidkristall. Ich weiß, es ist nicht gerade sehr spannend, aber offscreen will ich das halt auch nicht machen mit den Welten. Da will ich schon zeigen, wo die noch sind. Aber lästig sind sie trotzdem alle. Ah, das kann eigentlich dann nur die Truhe sein. Ich habe sie also gefunden. Ah, so, und ihr werdet mich nicht daran hindern, sie zu öffnen, ihr Missgeburten. Die blöden Schattenquasare nerven so, weil die sich immer wegteleportieren wollen. Ah. Los, stirb endlich. Ah. So. Ja, natürlich noch mehr von euch. Heute im Sonderangebot, die Herzlosen, oder was ist los? Ich glaube, es hakt. Die wenigstens mal stillhalten würden. So, Schnauze. Stirb endlich. Dankeschön. Also, das ist doch nicht zu fassen jetzt hier! Jetzt geh doch mal scheißen! Jetzt werde ich wirklich sauer. Es ist alles nur die Schuld von diesem blöden Schlüsselloch. Das ist ja nochmal so ein Pyrozipfler. Langweilig! Ich will die scheiß Truhe endlich öffnen, du blöde Sau! Könnt ihr mich endlich mal in Ruhe lassen? Dankeschön, Goofy, danke. Oh, ne, es sind immer noch welche da. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Jetzt geht doch mal scheißen hier. Wollt ihr mich komplett verarschen? Das ist doch jetzt nicht wahr. Ah, ihr verdammten Mistviecher. Die machen mir das echt zu fleißig. Die machen das absichtlich, dass jetzt hier so sau viele Herzlose kommen, dass man ja nicht in Ruhe noch Sachen suchen kann. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich schon die Schnauze voll. Vielleicht werde ich das sogar zusammenschneiden. Werdet ihr dann eh sehen, wenn es mir doch zu blöd wird. Mann! Schluss jetzt! Mach auf! Nein, du sollst aufmachen! Was? Misril? Verarschen? Wo sind denn dann die Welpen? Wo sind die Welpen? Warte mal, hier unten liegt was? Ah, ein Pyrop-Splitter, naja. Das waren Mithril, Leute. Wo sind dann die Welpen? Wo ist die Truhe mit den Welpen, verdammt? Wo haben sie die versteckt? Wo ist die platziert? Stirb endlich! Ah, Scheißendreck Schattenquasar. Wo ist denn hier sonst noch was? Oder da oben? Das kann doch jetzt nicht sein. Wo ist denn das? Ach, hier oben drauf. Auf dem Fass da. So, wer stört? Pyrozipfler stört. Eisra. Eisra. Und Eisra. Den Tomahawk. Du musst schon treffen, Sora. Danke. So, wie kriege ich jetzt hier dieses scheiß Fass kaputt? Na, endlich, so, sind jetzt hier bitte die Welpen drin? Endlich, der 79 AC1, dass der Welpen sind nach Hause gelaufen. Meine Fresse, hat das schon wieder gedauert. Jetzt nichts wie raus hier. Es stinkt nach Fisch hier drin und nach ganz anderen Sachen. Ich will hier nur noch raus. Einfach nur raus. Jetzt bin ich aber wirklich fertig mit Monstro. Jetzt brauche ich hier eigentlich nicht mehr hin. Außer wegen einem bestimmten, besonderen, speziellen Herzlosen, den man, glaube ich, nur im Magen findet, da wo wir mal gegen die Parasitakel gekämpft haben. Aber das mache ich ein anderes Mal. So, komm, Gummichat, los! Als nächstes, naja, was auch ein bisschen länger noch dauern könnte, ist Halloween Town.
Hier muss ich nämlich zur Totengruft, indem ich auf dem Mondscheinhügel einen Grabstein untersuche. Nur so komme ich irgendwie an die Truhe an. Das geht aber auch erst, wenn man das Schlüsselloch dieser Welt versiegelt hat, aber das habe ich ja. Also geht mir nicht auf den Sack, sonst seid ihr ein dreckiges Pack. Diese Herzlosen sind so nervig, es ist so einfach nicht zum Aushalten. Sie sind so richtig lästig, ja, der Ort des Sarges, seht nochmal und... Ach so. Ach, und sind hier ganz viele Pufungis, ne, das ist mir jetzt auch egal. Hab keine Zeit für euch, so Feurer. Wir überspringen das Ganze mal. Ich glaube, wenn sie sich drehen, muss man sogar Wind machen. So, nachdem alle Herzlosen hier jetzt endlich weg sind, muss ich, glaube ich, hier durch. So, und hier tatsächlich Schatztruhe mit einem Scheregummi und... Der 64, der wäre bisher noch rausgelaufen, endlich! Und noch ein Sanktusgummi. So, das hat ja gedauert. Und jetzt geht's, in Nimmerland muss ich auch nochmal hin, genau, stimmt. Nach Nimmerland. So, alles klar. Hooks Piratenschiff. Da muss ich in den Lagerraum 2, welcher auch immer das ist, weiß ich ja nicht. Und oben auf dem Holzbalken soll dann die Truhe mit den Welpen sein. So, seht mal. Das ist gleich hier oben. Na, Moment. So, hier oben drauf. Haben wir hier eine Truhe und dort eine Truhe. Die habe ich damals nicht mal gesehen. Voll peinlich. Naja. Öffnen. Was ist hier? Okay, ein Papiergummi. Dann sind die Welpen wahrscheinlich jetzt auf der anderen Seite. So. Und. Jawohl. Der 82, der 83, der 84 Welpen sind auch rausgelaufen. Und Leute, damit filme jetzt noch mehr die Nummer 61, 62 und 63. Und die gibt es halt tatsächlich nochmal in Hollow Bastion. Da muss ich wieder zurück in die 6 Lichterhalle. Also da, wo die Prinzessinnen waren und wo wir gegen Rico Ansem gekämpft haben. Und da konnte ich ja noch nichts untersuchen, weil da kam ja sofort die Cutscene und der Kampf und dann waren wir wieder weg und so, ne? Deswegen, das bleibt jetzt noch übrig. So. Aber Leute, ich glaube, das werde ich im nächsten Part machen, weil für den ist jetzt, auch wenn es ein bisschen zusammengeschnitten ist, doch keine Zeit mehr. Und die Reise dahin dauert wahrscheinlich jetzt auch lange, weil wir müssen jetzt nochmal neu dorthin fliegen. Ja, geht ja so nicht. Da muss ich ja in dieses Wurmloch rein, also zurück nach Travers. Na gut, Leute, das hat jetzt ein bisschen gedauert, das tut mir auch leid, aber es muss einfach sein. Jetzt fehlt nur noch mal die eine Truhe mit den letzten Welpen und dann kann ich mir endlich die letzten Belohnungen von Pongo und Perdi abholen. Also, im nächsten Part, weil es nicht anders geht und weil ich da sowieso wieder hin muss, geht's dann endlich wieder zurück nach Hollow Bastion. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!